Weiter geht's mit Final Fantasy 16 und wir sind in Südrosaria unterwegs, verfolgen ein wenig die aktuelle Nebenquest Blutsbande und wollen nach Port Isolde. Befinden uns aktuell hier am Viadukt und wollen den jetzt überqueren. Die Markierung der Hauptquest befindet sich auf der anderen Seite. Ich glaube, dass wir hier gleich in ein ziemlich heißes Gefecht verwickelt werden. Und da Blut, sind Clive. Blutspuren. Das ist noch frisch. Ja. Euch wurde befohlen, im Dorf zu bleiben. Die Nö. Schwarzschilder. Uns nicht, mein Freund. Offensichtlich wisst ihr, wer wir sind. Und trotzdem wagt ihr es, eure Waffen zu ziehen. Weil ihr Mörder Dann seid. möchte ich euch danken. Ihr erspart uns nämlich eure langwierige Befragung und Folter. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu wehren. Bla 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 bla, als ob du mich foltern könntest. Wie kannst du es wagen? Erstmal den Magier. Ich werde euch zeigen, was ein echter Schild ist. Das war's mit dem Magier. Unsere neue Spezialattacke von Garuda. Oh, die Garuda-Tornados, die halten ja richtig lange durch. Krass. So, weg mit ihm. Skrupellose Monster wie ihr haben keine Chance gegen mich. Yes. Ach, macht das Spaß. Mittlerweile. Richtig cool, zwischen den einzelnen Elementen durchzuseppen und alles abzufeuern, was man zu bieten hat. Das ist schon echt cool. Diese Garuda-Spezialattacke hat richtig reingehauen. Die ist neu aus der letzten Folge. Jetzt sagst du mir, was ich wissen will. Nach wem sucht ihr? Nach euch. Wir bringen eine Nachricht. Von Mutter, hm? Wir haben eure Freunde, die Träger, die ihr aus unseren Lagern befreit habt. Sie sind alle in Ulthil. Hüter der Flamme. Okay. Ulthil ist das Dorf da vorn. Dann los. Dann los. Nicht länger gehören auf das Geschwätz von dem Typen. Wächter der Flamme. Sind wir das? Ja, Südrosaria ist eine neue Region, die wir noch nicht kennen. Hier kann man richtig schön viel Erkundung betreiben. Später. Mit Chocobo. Da freue ich mich schon sehr drauf. Weil Chocobo-Reiten halt immer noch eine pure Freude ist. Guck mal, da vorne haben wir noch ein Item nicht eingesammelt. Mal gucken, was es ist. Es ist ja nicht wirklich weit und kein großer Umweg. Also hier kamen wir ja her. Und wir sind durch Amber durch. Genau. Diese Schlangenschuppen Gegend hier haben wir noch gar nicht erkundet. Sollen wir das mal eben machen? Weil das Coole ist ja, es gibt ja jetzt auch offiziell diese Monsteraufträge. Man kann die aber auch tatsächlich einfach so finden, ohne dass man den Auftrag kennen muss. Und vielleicht haben wir ja Glück und wir begegnen hier irgendwas mächtig Gefährlichem. Ich liebe es.
Cool. Guck mal, man kann sogar einen aufgeladenen Uppercut starten. Das wusste ich ja auch noch nicht. So. Nicht nur so ein Senkhieb, sondern auch ein Uppercut. Gut so. Finde ich geil. Okay, das Item haben wir geholt. Ja, ja, ja. Auch so Kisten sind natürlich gutes Loot und leicht zu übersehen, wenn man gar nicht erst in die Region geht. Was ich nur ein bisschen fummelig finde, ist, dass wir Rosaria Ambrosia jedes Mal neu rufen müssen, wenn wir mal kurz absteigen. Das hätte man vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Ein Vouvre. Der ist nicht schwach. Das wird dich hart treffen, mein Freund. Staggert ihn halt leider überhaupt nicht. Nee, ich glaube, der Wind ist tatsächlich gar nicht so praktisch gegen so Drachenwesen. Blitze hingegen sehr. Der ist hart. Der ist richtig hart, Leute. Hä? Hey! Nee, oder? Ach, Leute. Ja, sowas liebe ich ja abgöttisch. Nee, komm. Käse. Käse zum Wein. Der hat sich resettet, weil wir zu weit weggekommen sind. Ja, das ist schon blöd. Ich habe aber auch gar nicht auf die... auf die Begrenzungen geachtet, ehrlich gesagt. Aber dass es überhaupt sowas wie Begrenzungen gibt. Kritisch, kritisch. Der hat mich 2 wertvolle Heilungen gekostet, der Sack. Und ich habe nichts dafür bekommen. Das nervt mich schon sehr, muss ich sagen. Scheiße, nee, ich wollte eigentlich die andere Attacke machen. Die hier. Die trifft nämlich alles, was hier rumsteht. Wo ist denn der Magier? Ist der schon weg? Komm mal. Gar keine Chance. So, was ist übrig? Du. Ihr könntet ja wenigstens mal eine Heilung droppen oder so. Aber Pustekuchen. Schnapp's dir. Das war aber schon echt blöd, oder? Mit der Levelbegrenzung. Ich hatte ihn auch fast. Es hätte vielleicht noch einen Feuerball gefehlt und dann wäre dieser Drache im Staub gelegen. So allerdings. Tja, war das ein mittlerer Fail. Finstere Witwe, die ist neu, oder? Hier gibt es bestimmt was Interessantes zu entdecken. Aber Aldil betreten wir schon auch noch früh genug, keine Sorge. Hier ist irgendein Grenzstein, Gedenkstein, den man nicht interagieren kann, leider.
Das ist sehr bedauerlich. Naja, gut. Finden wir vielleicht noch raus, was man... Und los! Schneller! Ja, jetzt lasse ich mich doch wieder ein bisschen hinreißen zur Erkundung dieser Gegend. Ich finde es aber gerade einfach zu spannend. Also was ich gar nicht erwartet hätte in Final 16, dass das Erkunden mir persönlich so... Gesellschaft. Schon wieder so ein Vieh. Mir persönlich so viel gibt. Weil mir gefallen die Regionen hier unerwartet gut. Gehen wir nochmal eine Ebene höher hier. Und dann gehen wir direkt zum Ziel. Chocobos sehen lustig aus hier. Diese blau-grünen. So, gibt's hier irgendwas? Das sieht nicht danach aus. Alles klar. Ja, gut. Dann also Vollgas, einen halben Kilometer westlich reiten und die ganzen Gegner ignorieren hier. Man kann ja dank der Flugfähigkeit des Chocobos auch hier so wunderbar abkürzen. Zeit zu kämpfen. Nein, nicht Zeit zu kämpfen. Ignorieren wir alles. Wir wollen hier mal ein bisschen weiterkommen. Das Item hole ich mir noch. Ja, eine Heilung. Das hat sich doch gelohnt. Haben wir 200 Gil gespart. Ich würde trotzdem sagen, dass wir bei nächster Gelegenheit auch mal wieder unsere Heiltränke auffüllen. Zurück am Viadukt. Das scheint eine recht gut befestigte Siedlung zu sein. Hier halten die Schwarzschilde eine Geisel, die wir kennen. Unsere Träger. Ja, es könnten die aus Kielbrück? Nee, nicht Kielbrück. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Was hast du denn? Tod. Scheiße. Nicht gut. Ich will es gar nicht sehen. Kann ich nichts zu sagen, Leute. Er kennt die, oder? Er kennt die alle. Ich weiß es gerade nicht. Das ist Mutters Werk. Ja, von wem sonst? Warum? Warum sollte man... Weiß ich nicht. Ich habe sie nie verstanden. Aber das... Die ist eine Psychopathin, die Annabella. Diesem Wahnsinn setze ich ein Ende. Ein für alle Mal.
Es wird Zeit, ja. Wir sollten gehen. Ja. Das wird halt auch schlimmer jetzt. Wir können sie nicht so zurücklassen. Ja. Werden wir nicht. Aber wenn die Schwarzschilde bis hier vorgedrungen sind, sind sie vielleicht schon in Port Isolde. Es kommt auch noch erschwerend hinzu, dass wenn wir Port Isolde hinter uns gelassen haben, kommen wir in die Region, in der Jill jahrelang festgehalten und ja, zu, ich sag mal, mörderischer Zwangsarbeit verdonnert war. Sie hat ja gemordet für die Eisernen, weil sie halt eine mächtige Domina ist. Und das ist für sie wohl auch keine leichte Zeit gewesen, weil sie halt von Grund auf eine sanfte Persönlichkeit ist und keine Mörderin. Ja. Also wir müssen das beenden. So viel steht fest. Ja, hier an den Docks ist leider nichts zu finden. Nicht die Zeit zum Reiten. Okay. Hier gibt's was. Was ist die eigentlich wert? Wir müssen bald mal einen Händler aufsuchen und das rausfinden. Das macht mich irgendwie kirre. Ja, Port Isolde ist recht groß. Nee, Aldil ist recht groß. Port Isolde sind wir noch gar nicht. Das ist hier unten. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Wir werfen noch ein paar Blicke in diese Siedlung hier rein. Und gehen dann weiter. Hier oben waren wir schon. Grausam. Kaum zu ertragender Anblick. Es ist nur ein Spiel, aber es ist kaum zu ertragen. Es ist krass. Krass gemacht. Wenn ich die in die Finger kriege, ich hab's schon mal gesagt. Vyrit. Ja, das sind gute 200 Gold gewesen. Lohnt sich. Ambrosia hilft mir hier nicht. Naja, du würdest schneller durchs Dorf kommen. Es würde schon helfen. Ja, wir gehen nochmal hier hinten rum. Redocks Sprung ist gesperrt. Nichtsdestotrotz, da gibt es noch einen Dock. Vielleicht kann man da noch was looten. Brücke können wir wahrscheinlich irgendwie aktivieren. Die Trauerbucht. Das führt, glaube ich, direkt zum Kloster. Ja, so halb. Pier des alten Nash. Da unten. Boah. Selbst auf den Balken von den Docks haben sie Leichen platziert. Das ist schon krass. War jetzt nicht unbedingt ein Ort, wo ich mit einer Leiche rechnen würde. Alles klar, Leute. Ja, hier müssen wir zu Fuß durch. Schneller geht's leider nicht. Haben wir jetzt hier zwei oder drei Truhen gefunden? Meine zwei. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte auf eine dritte Kiste gehofft. Das vor uns ist die Bewitt-Brücke. Doch nach Rosalith wird man uns sicher nicht durchlassen. Hauptstadt. Das ist die herzogliche Hauptstadt, die ehemalige.
Da sind wir auch tatsächlich seit Jahren nicht mehr drin gewesen. Rosalia ist riesig. Zurück in den Stall, Mädchen. Toll, ne? Die ganze Architektur hier. Kiste Nummer 3. Sehr schön. Und keine Schwarzschilde, so wie es aussieht. Zu Ehren des 250-jährigen Jubiläums der Gründung des Großherzogtums Rosaria. Alles Rosaria. Wieso lässt man sie nicht ein? Wir sollen uns ins tote Land verziehen. Das könnt ihr euch abschminken, ihr Kaiserlichen. Lasst die Rosarianer wieder rein. Rosarier. Bewitt Brücke. Papa, ich hab Hunger. Also die Tore waren ja geschlossen. Wir müssen hier, glaube ich, keinen weiteren Blick dran verschwenden. Dann gehen wir mal hier nach Süden. Bereit? Jawohl. Haben wir mal einen Schlenker hier durch. Strand. Ohne Teufelskrabbe. Oh ja. Ja, die halten von den Blitzen tatsächlich nicht sehr viel aus. War das nicht geil? Hab kurz abvisiert und konnte dann jeden von denen perfekt mitnehmen auf dem Ride. Ja, das war nicht schlecht, oder? Krabi! Klar. Da, Torgal! Aber sonst gibt es hier unten tatsächlich gar nicht wirklich viel zu entdecken, ne? Naja, machen wir einen kleinen Ausflug an den Strand. Hat man ja auch nicht alle Tage. Das ist eine hübsche Gegend hier, guck mal. Seidenstrand. Schick, diese schick. Siedlung. Ist das das Lazarusviertel? Ja, es wirkt verlassen. Meine Mutter muss die Adligen hier vertrieben haben. Hoffentlich hat sie meinen Onkel verschont. Hier wohnt der, oder was? Ich nehme an, die Tore sind zu. Wir probieren es trotzdem. Die sind auch mit Kisten versperrt. Das ist eine große Siedlung hier. Da ist das Haupttor. Aber wir sind wohl nicht die Einzigen, die rein wollen. Mhm. Ja, jetzt sind wir an Port Isolde. Port Isolde ist eine Festung. Lasst uns durch! Meine Kinder verhungern! Habt Gnade! Das sind die Hunde dieser Verräterin! Wir bleiben, bis ihr uns reinlasst!
Lasst uns rein, oder wollt ihr, dass wir hier sterben? Ja, natürlich wollen die das. Verpisst euch! Denkt, die fetten Schnösel, die Kristalle gehören uns allen! Verfluchte Hure! Ich sage aus euch, Gesindel! Wollt ihr, dass ich euch abschlachte? Versuch's doch! Da werden wir nicht unbemerkt durchkommen. Nee. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, durch die Siedlung. Ich hatte gehofft, die Wachen überreden zu können. Zur Not mit ein paar Gill. Genug hätten wir. Scheinst du nicht der Einzige gewesen zu sein. Gibt es noch ein Tor? Offiziell nicht. Inoffiziell schon. Mein Onkel hat mir mal von Tunneln unter der Stadt erzählt, durch die sich Adlige im Notfall hinausretten konnten. Nach Lazarus. Ja, habe ich mir gedacht. Vielleicht durch einen Brunnenschacht oder so? Vielleicht kommen wir von dort in die Stadt. Versuchen wir es. Der Ort wirkte wie ausgestorben. Das täuscht, glaube ich. Ob es sicher ist? Solange wir die Einzigen sind, schon. Also Lazarus könnte ein Hinweis sein. Zähe Flammen. Wir haben einen neuen Meilenstein erreicht. Wenigstens haben wir hier noch keinen einzigen Schwarzschild getroffen. Wir sollten trotzdem auf der Hut bleiben. Ich könnte mir vorstellen, ja, wir wissen nicht, was sie mit dem Lazarusviertel angestellt haben. Ich erwarte Schlimmes, wenn ich ehrlich bin. Hier gibt es nicht mal reisende Händler, ne? Wir können einfach unsere Tränke nicht auffüllen. Sind wir hier vorhin nicht reingegangen? Genau die Tür habe ich übersehen vorhin. Also nicht beachtet. Gesehen habe ich sie schon. So habe ich es nicht in Erinnerung. Wie schnell eine Perle ihren Glanz verliert. Ja, das ist echt eine ganz hübsche Stadt hier, ne? Sieht fast ein bisschen aus wie so ein Hogsmeade irgendwie. Schon recht zauberhaft. Hier ist ein kleiner Platz, da kommen wir aber nicht weiter. Doch nicht verlassen. Besuch! Banditen. Ja gut, hätten wir uns denken können, oder? Verzeihung. Wir wollten nicht stören. Na dann hau mal rein, Clive. Dann so. Mit denen wirst du nicht verhandeln können. Ich habe kaum 3 Tasten benutzt in dem Kampf. Das wird leicht, Leute. Das Spiel wird relativ leicht. Ich kenne nur einen einzigen Mann, der so kämpft. Und der ist schon lange tot. Dann wirst du ihn schon bald wiedersehen. Der Segen des Phönix. Das kann nicht sein. Ihr seid doch an jenem Tag... Wer ist das? Das ist Wade. Das ist einer von uns. Der lebt noch. Vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Hammer. Ihr habt nichts zu befürchten. Das ist ja mega. Begründer, ihr seid es wirklich. Ja.
Sir Wade. Der hat's doch überlebt. Das ist ja sowas von toll. Mittlerweile sind sie sogar fast gleich groß. Ach, wie schön. Kommt mit hinein. Mächtiger Krieger. Das war damals schon ein Brocken. Das hat sich nicht geändert. Cool. Ja, solche Banditen trifft man dann doch ganz gerne, ne? Und diejenigen, die sich geweigert haben? Wir sind geflohen, damit man kein Exempel an uns statuiert. Allerdings nicht weit. Kurz darauf haben wir uns zu den Hütern der Flamme zusammengeschlossen. Mhm. Allerdings hat eine Handvoll alternder Schilde der Macht eines Kaiserreichs leider nicht viel entgegenzusetzen. Doch ihren Aufenthalt hier haben wir so unangenehm wie möglich gemacht. In letzter Zeit sind wir aber mehr damit beschäftigt, die letzten verbleibenden Träger vor den Klauen der Kaiserlichen zu schützen. Die Säuberungen. Wir haben eine in Altail gesehen. Ja, die Schandtaten der Schwarzschilde und ihrer Herren. Ihr meint meine Mutter. Aber ich verstehe es nicht. Auch wenn ich ihre Ansichten kenne. Es ist kein Geheimnis, dass sie Träger hasst, aber ihren Nutzen müsste sie doch zumindest sehen. Mhm. Nicht zu ungut, Milord. Aber ich fürchte, ihr gesellschaftlicher Nutzen ist das Letzte, was Annabella interessiert. Selbst ihre Heimat kümmert sie nicht. Das hat sich mit dem Blutbad in Eastpool gezeigt. Und seit sie dem Kaiser einen neuen Erben geschenkt hat, scheint sie nur noch mehr von Trägern besessen zu sein. Der Grund dafür, vermute ich, ist, dass sie jeden aus der Welt schaffen will, der die Macht ihres Sohnes herausfordern könnte. Ihr Sohn. Wer ist es denn? Die Schwarzschilder rücken aus. Sie marschieren Kennen wir den Sohn von Annabella? Ich glaube, hier gibt es keine neuen Informationen. Das haben wir schon gelesen. Annabelle Lesage. Das Lazarusviertel. Ein ummauertes Wohnviertel unmittelbar östlich vor Port Isolde. Nach der Provinzialisierung Rosarios wurde der reiche Adel, der einst hier residierte, musste die Häuser für Soldaten der kaiserlichen Armee räumen. Mit der Verlegung der sanbrekschen Hauptstadt nach Dichasia zogen die Truppen jedoch wieder ab und es dauerte nicht lange, bis sich Diebe und Meuchelmörder in den verlassenen Unterkünften einnisteten. Sir Wade, ein loyaler Schild Rosarias, den Kommandant Murdoch vor vielen Jahren damit beauftragte, Clive auf seinen ersten Missionen nach Stillwind zu begleiten. Tot geglaubt, seit der Tragödie am Phönixtor, hatte er sowohl den Überfall als auch den darauffolgenden Eroberungszug der Kaiserlichen überlebt. Gemeinsam mit weiteren Schilden ließ er sich im verlassenen Lazarusviertel nieder und gründete die Hüter der Flamme. Ein Zusammenschluss, der für die Wiederherstellung des alten Rosarias kämpft. Das ist ein ordentlicher Text. Eine Widerstandsgruppe, die dem alten Herzogtum treu geblieben ist und im Verborgenen gegen die Besatzer Rosarias und Kaiserin Annabelle agieren. Viele von ihnen sind Überlebende des sanbrekschen Angriffs am Phönixtor. Sie haben ihren Hauptstützpunkt im verlassenen Lazarusviertel außerhalb von Port Isolde. Ja. Zur Buett-Brücke. Dann tun wir das auch. Bereit machen. Na denn. Wir gehen mit. Das ist ihr Haupttrupp. Wenn wir diesen bezwingen. Können wir vielleicht verhindern, dass sich die Tragödie von Old Hill wiederholt? Wenn ich nichts tue, klebt das Blut der nächsten Opfer an meinen Händen. Dann lasst uns doch was tun. Euren und unseren. Was diese Männer, die es wagen, sich Schwarzschilde zu nennen, im Namen meiner Mutter angerichtet haben.
Das darf nicht weitergehen. Unverzeihlich. Wir müssen diesen Wahnsinn beenden. Zusammen. Lasst uns mit euch gehen. Für die Zukunft Rosarias. Ich habe gehofft, dass ihr das sagt. Vielleicht können wir es ja befreien. Von Annabella. Sehr gut. Wenn das euer Wunsch ist, wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ganz unsererseits. Sir Wade, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Endlich mal wieder ein freundliches Gesicht. Ich fürchte, die Schwarzschilde werden uns einiges abverlangen. Dann sollten wir uns so gut es geht vorbereiten. Ja. Bei Heiltränke sind das Mindeste. Oh, reiß dich zusammen. Du lebst immerhin noch. Da ist doch ein Händler. Und das ist wirklich der Sohn des Großherzogs. Das wenige, das wir retten konnten, steht gern zu eurer Verfügung. Das füllt die Limitrauschleiste schneller, aber die haben wir schon mal gesehen. Ich bin der Meinung, die brauchen wir nicht. Wüstenrosen kann man hier kaufen. Interessant. Das ist ein bislang unbekanntes Ausrüstungsherstellungsmaterial. Wir kaufen mal 5. Wie ihr wünscht, Milord. So, Heiltränke. Ja, wir decken uns komplett ein, würde ich sagen. Herzlichen Dank. Weil das doch recht hart werden könnte. Milord. Das langt schon. Es war mir eine Ehre. Dito. Wir lassen das so hier, oder? Das hat sich eigentlich bewährt. Seid ihr bereit? Ich mach mal einen kleinen Sicherheitssafe. Wer weiß, was noch kommt. Also dann, Sir Wade. Wie ist der Plan? Eine Finte. Wir drei gehen zusammen zur Buick-Brücke. Dort greifen wir den Haupttrupp in seinem Lager an. Wenn wir ihnen gehörig Probleme machen, werden die Schwarzschilde Verstärkung anfordern. Doch meine Leute, die sich bereits in der Umgebung versteckt halten, werden sie abfangen. In der Zwischenzeit werden wir den Kampf auf der Brücke ungestört beenden können. Insgesamt sind die Schwarzschilde in der Überzahl. Doch sie kämpfen gern in kleinen Trupps. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Wie klein denn genau? Klein genug. Jetzt, wo auch ihr und Lady Jill dabei seid. Allein hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem hättet ihr es versucht, nicht wahr? Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sir Wade, wir haben die Träger von Old Hill zur Ruhe gelegt. Sehr gut. Macht euch für den Kampf bereit. Zu Befehl. Danke, Sir Wade. Mögen Sie Ihren Frieden finden. Ihren Frieden werden die Seelen erst dann finden, wenn wir den Schwarzschilden ein Ende machen. Und das werden wir. Auftrag nehmen wir an. Hauptquest. Ja, Kamera ist leider schon ausgegangen, Leute. Da war der Akku leider leer gegangen. Ich habe die Kamera leider nicht lange genug aufgeladen. Dachte ich, ich hatte gedacht, ich hätte sie lange genug aufgeladen, aber die Kamera sagt mir was anderes. Naja, dann spielen wir noch ein paar Minuten ohne Kamera. Im Verlauf der Geschichte werden sich Clive verschiedene Gefährten anschließen, die ihn auf seinen Reisen begleiten. Je nachdem, was sein nächstes Ziel ist, können sie sich allerdings auch dazu entscheiden, im Versteck zu bleiben. Echt, ist das so dynamisch, dass sich da so ein bisschen die Gruppenzusammenstellung auch verändert. Begib dich zur Buick-Brücke. Das heißt, wir gehen raus aus der Siedlung, ja.
Ich wollte mir ja eigentlich die Siedlung mal noch ein bisschen angucken, aber das Viertel ist tatsächlich gar nicht so groß, wie ich dachte. Das will ich hoffen. Sir Wade vertraut auf euch. Möge der Segen des Phönix mit euch sein. Mal gucken, wie viele Probleme wir den Schwarzschilden bereiten können. Seit dem Überfall auf das erste Dorf. Wir haben die Schweine gejagt und ihre Leichen in der Stillwindmarsch versenkt. Das hat zweifellos Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Ach so, die Buick-Brücke. Ich dachte, sie wäre hier. Lauf wieder, Wind! Ja, Wade kriegt seinen eigenen Reit-Chocobo. Auch nicht schlecht. Versuchen wir es irgendwo. Die Schweine kennen wir. Da ist die Brücke. Auf euer Zeichen, Milord. Mein Zeichen. Der da sieht gefährlich aus. Was wollt ihr hier? Ich sagte doch. Eine Botschaft für die Statthalterin. Von den Hütern der Flamme. Ha! Du willst mir also weismachen, dass zwei verdreckte Landstreicher, ein Weib und ein Köter, der Macht der Schwarzschilde etwas entgegensetzen könnten? Uff. Nur zu! Eure Flamme wird erlöschen! Alles klar. Für Rosaria! Für Rosaria! Ja, wie gehabt. Erstmal mitten rein. Eine kleine Revolution ist hier zu Ende. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Verdammt. Verstärkung vom anderen Ufer. Noch ein Wyvern, der für sie kämpfen muss. Den kümmern wir uns zuerst. Ah. Ich hab grad die Steuerung vergessen. Jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Zack. Noch mehr Gegner. Klar, das war easy. Oh. Ein nobler Kampf. Ein Dragoon. Nobel, doch auch närrisch. Ihr beweist, dass unser Tun das Richtige ist. Ach ja, jetzt sind wir wieder schuld. Dieses Land bedarf dringend einer Säuberung. Er ist gefährlich. Vor dem ein bisschen in Acht nehmen. Mal gucken, was er macht. Boah. Okay. Nicht zu unterschätzen. Alter. Okay. Naja. Problem ist, man sieht ihn nicht mehr, ne? Jetzt hab ich dich. Scheiß Kerl.
beeilen wir uns. Hab ich dich. Geh sterben. Ja. Yeah. Boah, was ein Brocken. Und dazu noch die ganzen. Ich habe eben die ausgeschaltete Kamera reingeguckt. Dazu noch die ganzen kleinen Begleitergegner hier. Das war schon ein bisschen stressig, aber ich habe es gemeistert. Unterwestenkettenglied, Drachengralle, Virid und die üblichen Belohnungen. Und ein Level Up. Das war gut. Das war gut. Ich sehe keinen mehr. Ich auch nicht. Es hat funktioniert. Mhm. Hat es. Und zwar blendend. Wir haben jedes einzelne dieser verfluchten Drecksschweine erledigt. Yep. Lord. Vielleicht wird das die Säuberung aufhalten. Wenigstens für eine Weile. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht. Doch ich fürchte, meine Mutter wird sich rächen wollen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre Truppen schnell ersetzt werden. Und dann beginnt alles von neuem. Ich frage mich oft, ob unser Rosaria für immer verloren ist. Die Felder brach. Die Menschen verhungern. Wir kämpfen, um die Flamme von einst zu schützen. Doch für jeden Feind, der stirbt, erhebt sich ein neuer. Doch dies wird immer unsere Heimat sein. Mhm. Und für sie kämpfen wir. Wie wir es getan haben und tun werden. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Und wir werden weiter hoffen, dass der Tag kommt, an dem die rosarische Flagge wieder über Rosalith wehen wird. Sir Wade, ich... denke, wir sollten nach Port Isolde, ehe die Garnison Verstärkung herschickt? Mhm. Da habt ihr wohl recht, Milord. Genau das werden wir tun. Das war eine schöne Mainquest. Das hat gut getan, ne? Mal richtig schön aufzuräumen unter den Drecksschilden. Im Lazarusviertel kehrt auch wieder ein bisschen Ruhe ein. Und wie lange unterstützt mein Onkel euch und euren Kampf schon finanziell? Schon von Anfang an. Lord Byron war der Erste, dem ich von der Gründung der Hüter erzählt habe. Mhm. Hätte ich damals von diesem Tunnel gewusst, wäre mir wohl der Ärger erspart geblieben, als ich über die Mauer hineinklettern wollte. Ja. Und seitdem kommuniziert ihr also nur noch über den Tunnel miteinander? Der Schein will weiterhin gewahrt bleiben. Na klar. Wenn jemand Wind davon bekäme, dass Lord Byron in unserer Revolution mitmischt, würde er ohne einen Gill an den Galgen gehen. Und das würde niemandem helfen. Ja. Also hält er die Fassade aufrecht. Obwohl es ihn viel Überwindung kostet. Er weiß, dass ein falscher Schritt alles zunichte machen würde. Auch deshalb ist er vorsichtiger als je zuvor. Seid nicht überrascht, wenn er eine Audienz verweigert. Schließlich glaubt man euch beide tot. Dann werde ich ihn davon überzeugen müssen, dass ich weder Geist noch Feind bin. Mhm. Mit letzterem könnte ich euch behilflich sein. Das ist das Zeichen der Hüter. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen. Hm. Ja, aber das ist dann wieder so ein Siegel, was man offen trägt. Da ist man natürlich stolz tragen. Sofort auch... Das würde ich auch empfehlen. Ich will nicht, dass meine Männer euch wieder angreifen. Es sei denn, ihr verdient es. Hm.
Wenn doch Sir Tyler nur hier wäre, um euch zu sehen. Mhm. Oder Lord Murdoch. Tyler war auch ein guter, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich weiß. Nun geht, Milord. Ja, da sind wir. Bei Lord Byron. Wie zuvorkommend. Meinst du wirklich, er glaubt uns, wer wir sind? Auf keinen Fall. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Schwere Schritte. Ich schätze mal, er hält uns für dreiste Betrüger und schärft gerade sein Richtbeil. Oh. Wie recht du hast, Clive. Stellt euch meine Überraschung vor, als ich hörte, mein Neffe sei zu Besuch. Mhm. Na komm, den erkennst du ja wohl wieder. Clive Rossfield ist schon lange tot. Okay. Und ihr schändet seinen Namen. Dafür rollen eure Köpfe. Das ist schlecht. Das bedarf einiges an Überzeugungsarbeit. Was machst du da, Clive? Du hast gar kein Schwert in der Hand. Bist du geistig umnachtet? Ich bin es, Sir Crandall von Camelot. Getreuer Diener ihrer heiligen Durchlaucht. Sankt Sibyl der Unschuldigen. Das ist irgend so ein Kinderspiel. Madu, du abscheulicher Zauberer. Ja, klar. Für deine Missetaten gegen Kirche und Krone soll dein Kopf rollen. Geil. Ja. Wie geil. Clive, du bist ein Engel. Du elender Tugendbold. Selbst im Tode willst du mich noch plagen? Also gut, ich stoße das Tor zur Hölle auf das du stürzest hinab dem ins kommen die Tränen. Feuer. Guck mal. Der ist so froh, dass sein Neffe noch lebt. Bravo, Onkel. Dein Mardu ist immer noch unübertroffen. Oh. Wie schön. Oh Gott. Oh, Clive, mein lieber Junge. Du bist es wirklich. Das ist deine Lieblingsszene aus Die Heilige und der Heretiker. Hm. Warum war ich eigentlich nie Sir Crandall? Ich brauche deine Hilfe, Onkel Byron. Rutherford, informier die Küche. Wir haben Gäste. Lass sofort auftischen. Ja, Mann. Du kannst die Geschichte deiner wundersamen Rettung ja wohl kaum mit leerem Magen zum Besten geben. Los! Setzt euch! Wie cool! Heute nehmen wir das gute Geschirr Rutherford! Genau. Ja, Freunde, perfekter Cliffhanger. Wir sind jetzt in guten Händen. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Die Folge ist vorbei. Wie gesagt, ja, den Rest haben wir ohne Kamera gespielt. Nächstes Mal dann wieder mit Kamera und ich gucke ein bisschen sorgfältiger nach dem Akku. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und bis dahin.